Leute, was geht ab, Leute, von mir? Ich habe hier einen Zettel mit sehr vielen Punkten. Heute gehen wir nicht raus. Heute gibt es eine Menge zu besprechen, eine Menge Infos. Erster Punkt. Ich bin heute so aufgewacht. Ich schaue so auf mein Handy. Ganz normal in die ganzen Gruppen und so am Anfang, in der Früh. Während ich noch im Bett liege. Und dann sehe ich dieses Bild hier. Ich denke mir, boah, krass. Das Bild zeigt Rayquaza, Groudon und Kyogre. Das beste legendäre Trio, das bisher kam. Ich weiß nicht, was in der Zukunft noch so alles kommt. Aber wir wissen, Rayquaza ist krass, Kyogre ist krass, Groudon ist krass und alle wollen Shiny Rayquaza. Ein paar wollen Shiny Groudon auch, aber vor allem Shiny Rayquaza. Und die drei sind halt einfach mega. Ich brauche alle drei noch Lucky, also ich nehme die gerne mit. Kyogre habe ich 100er. Max. Groudon habe ich einen 100er. Max. Rayquaza habe ich nur einen 98er. Ich dachte echt, ich krieg das Trio auf 100. Vor allem Rayquaza war ich sogar auf dieser verrückten Tour über 100 Raids, aber ja, wollte nicht kommen. Auf jeden Fall, die kommen nicht. Das war keine Ankündigung von Niantic. Die haben das auf Twitter gepostet, aber es war so ein Jahresrückblick. Sehr verwirrend. Hat viele Leute getäuscht. Ich habe das in sehr, sehr, sehr vielen Gruppen gesehen. Dass das gepostet wurde und oi, der Rayquaza, Kyogre, Groudon kommt wieder. Nee, das war nur ein Rückblick von Niantic. Die haben sich einfach nur an die Raids zurückerinnert. Was natürlich auch ein bisschen suspekt ist, weil es gab ja noch andere Raids. Regis kamen zum Beispiel. Und dass dann nur die erwähnt wurden, das hat ein paar Leute stutzig gemacht, aber wir werden sehen. Ich meine, irgendwann werden die sicher nochmal kommen und dann auch als Shiny. Und eigentlich sind das auch gute Kandidaten, dass die als nächstes kommen würden. Wobei die Raubkatzen könnten auch wiederkommen. Wobei die Raubkatzen könnten sie sich für Safari-Zone aufheben. Ah ja, egal. Wir werden sehen. Und die haben auch zum Beispiel das erste Event gepostet. Und den allerersten Trailer. Also schon ein Jahresrückblick. Aber das erinnert mich an etwas. Und zwar hat mal ein Zuschauer danach gefragt, dass ich mal auf den allerersten Trailer reacten soll. Und jetzt, wo die den nochmal gepostet haben, werde ich das auf jeden Fall die Tage nochmal machen. Dann, andere Neuigkeit. Die mich interessiert, aber euch wahrscheinlich nicht. Gestern noch ein Raid gemacht. Und momentan bin ich immer hinterher. Ich habe meistens immer zwei am Tag. Einen von gestern noch. Sprich, ich habe gestern nur einen gemacht, aber ich hätte zwei machen können. Das heißt, ich muss heute wieder mindestens einen machen. Kann aber zwei machen. Ja, es war mein Raid Nummer 992. Wir nähern uns der 1000. Grüße gehen raus an Pumping Werner. Er hat letztens auf Instagram gepostet. Er hat die 1000 geknackt. Ja, schreibt unten in die Kommentare, wie viele legendäre Raids ihr schon habt. Ich versuche eigentlich langsam an die 1000 ranzugehen. Aber jetzt am Freitag sind wieder X-Raids. Das zählt ja auch. Da habe ich mindestens zwei. Ich denke, welcher Tag ist heute? Dienstag. 93, 94, 95. Ah, könnte Freitag passieren. Wenn nicht, dann irgendwann am Wochenende. Dann kommen wir zu ein paar Neuigkeiten. Ihr wisst, wir sind jeden Abend live. Ja, und warten so, ob 22 Uhr irgendwas passiert. Und gestern 22 Uhr ist sogar was passiert. Sogar davor schon, aber 22 Uhr kam offiziell die Ankündigung. Eine Ankündigung von Niantic. Und zwar waren wir im Stream. Ein paar Zuschauer haben gefragt, yo Hong, was ist da los? Weißt du Bescheid? Es gibt mehr Meltern aus der Box. Ich so, nee, ich weiß so nix. 10 Meltern, dies, das. Aber dann haben ein paar mehr davon berichtet. Ich so, okay, interessant. Dann 22 Uhr kam eine Ankündigung von Niantic bezüglich der Meltonbox. Ja, die haben das jetzt einfach mal erhöht. Meltonbox ist jetzt krasser, ist jetzt saftiger. Nicht ganz verdoppelt. Ich habe Berichte gehört von Leuten, die haben 19. Also 19 ist der Rekord bisher. Aber im Schnitt sollen es so 15 sein, die jetzt rauskommen aus der Meltonbox. Ja, und das erhöht auf jeden Fall die Bonbons, die man bekommt. Und die Chance auf einen guten. 10 die Woche, das waren 60 Bonbons mit der Ananas. Wenn man dann noch alle verschickt, waren es 70. Also war schon ziemlich zäh, sag ich mal. Jetzt haben die es erhöht. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Je mehr, desto besser. Also seid ihr jetzt nicht verwundert. Ich kann meine Box erst Freitag wiederholen. Aber seid nicht verwundert, wenn ihr jetzt mehr Meltern aus der Box bekommt. Nächster Punkt. Ich habe ja gestern die Adventure Sync Belohnung abgeholt. Also was heißt abgeholt? Die muss man immer abholen um dieselbe Zeit. Also jeder von uns hat die gestern abgeholt. Ich bin echt überrascht, wie viele Kilometer ihr gelaufen seid. Ein paar waren richtig heftig. Also da hatte einer, glaube ich, so 160 Kilometer. Alter. Auf jeden Fall war meine Ausbeute richtig schlecht. Und gestern kam dann auch noch eine neue Info.
bezüglich der Belohnungen. Die haben sich ein bisschen geändert. Wir schauen es uns mal schnell an. 5 Kilometer, 20 Pokébälle. Wenn man 25 schafft, dann kriegt man garantiert 20 Pokébälle, 10 Superbälle und 500 Staub. Und dann gibt es auch einen Zusatzbonus und da kriegst du eins von denen. Entweder 3 Sonderbonbons, 3 silberne Ananas, das ist jetzt neu, oder ein 5 Kilometer Ei. Bei 50 Kilometern garantiert 20 Pokébälle, 10 Superbälle, 5 Hyperbälle und 1500 Staub. Das haben wir bekommen und dann kriegst du das von 25 Kilometern natürlich und dann entweder 5 Sonderbonbons oder 5 silberne Ananas oder ein 5er oder ein 10er. Das ist leidend. Dieses zweite 5er müssten die unbedingt raustun. Stellt euch mal vor, ihr macht extra Platz für 2 Eier und dann kriegt ihr 2 5er. Ich würde echt ausflippen. Also Sonderbonbons erhöht. Das war, glaube ich, davor Nedgear. Silberne Ananas ist neu. Das Problem ist, und das ist echt link von denen, wenn du keinen Platz für Eier hast, dann ist es nicht garantiert, dass du Sonderbonbons oder Ananas bekommst. Silberne Ananas. Sagen wir, du hast keinen Platz für Eier, aber rein theoretisch würdest du ein Ei bekommen als Belohnung. Ja, dann kriegst du nichts. Das ist mir gestern zum Beispiel passiert. Richtig räudig und leidend. Und was auch neu ist, in dem 10er Ei, das man hier rausbekommt, das hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Riolo drin ist. Und Shinox. Jetzt wurde irgendwie für gestern bemerkt, dass da auch Sachen wie Trassler und Knackleon drin waren. Vermehrt, also man weiß nicht, ob das ein Fehler war oder das so gewollt ist. Wenn ja, dann habe ich leider meine Chance, meine gute Chance auf Riolo verpasst, weil den habe ich immer noch nicht. Auch da könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Riolo bzw. Lucario habt. Dann, nächster Punkt, mögliches Weihnachtsevent. Wir warten ja nicht nur auf PvP, wir warten eigentlich auch auf ein neues Event, weil schon lange nichts mehr los. Es gab Zeiten, da ist ein Event zu Ende gegangen und direkt das nächste angekündigt. Und das ist schon die zweite Woche. Ist eigentlich nicht viel, aber ist schon die zweite Woche, wo nichts los ist, eventtechnisch. Abgesehen von diesem Sandan Shiny Ding in Japan. Da kursiert ja nämlich wieder ein Bild im Internet, aber das ist auf jeden Fall, das ist nicht mal Gemunkel. Das ist einfach nur ein Bild, das im Internet kursiert. Aber wir schauen es uns mal an. Da haben wir nämlich Shiny Botogel. Macht Sinn. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Neue Shinies, Lapras und Sneeble. Ich habe nicht an Sneeble gedacht. Aber der macht auch Sinn, weil die anderen Sinnoh-Stern-Entwicklungen oder die meisten, die gibt es bereits Shiny. Magma gibt's, Electric gibt's, Roselia gibt's, Klamurks gibt's und Tangela und Weiterentwicklungen wurden irgendwie auch schon im Code entdeckt. Also würde auf jeden Fall Sinn machen. Und der ist Eis. Eis würde auch passen zu Weihnachten. Und dann auch noch Shiny Lapras, was eigentlich ganz gut zu meiner Theorie passen würde, weil für das Halloween-Event hatten wir ja den Gengar Raid Day. Und ich denke, für jetzt jedes Event werden die das so einführen. Und für Weihnachten war meine Theorie Lapras Raid Day. Mit Lapras Shiny natürlich, also die Chance drauf. Würde eigentlich ganz gut passen. Geschenkboxen, ja klar, die gibt's immer. Erstes Weihnachtsevent, da gab's jeden Tag einen Inkubator umsonst. Wäre geil, wenn die mal wieder sowas einführen würden. Also nicht immer diese Geschenkboxen, wo sie unser Geld aus unseren Taschen ziehen. Pikachu mit Weihnachtsmütze, ja. Yeah. Es wurde aber jetzt auch ein Raichu entdeckt mit einer Wintermütze, keine Weihnachtsmütze, von Krails und das sieht ganz gut aus. Mehr zu Krails später noch, der hat noch mehr andere Sachen entdeckt. Weitere Entwicklungen würde auch Sinn machen und da haben wir sogar ein paar Eis-, Schnee-, Wintersachen. Mamutel natürlich, Frostdecce oder sowas, Glaciola, Besondere Quest natürlich und ja, Jirachi. Naja, das ist sehr weit hergeholt, das daran glaube ich auf gar keinen Fall. Wobei... Als Cresselia rauskam, als neuer Raid Boss, und das war ja auch sehr überraschend. Der war ja, ist ja irgendwie was mit Mond und Jirachi ist Stern. Da meinten auch viele Leute, Cresselia, ein Zeichen für Jirachi. Ah, naja, wir werden sehen. Wie gesagt, das ist einfach nur irgendein Bild im Internet. Das hat absolut gar nichts zu bedeuten. Letzter Punkt: Der Kollege Krails hat wieder ein paar Sachen entdeckt. Zwar sind es ein paar neue Pokémon aus Gen 4. Und das sind so Pokémon, die mehrere Formen haben. Ich kenne jetzt die Namen, hier steht es auf Englisch, aber ich kenne die deutschen Namen nicht. Und die haben halt verschiedene Formen, wie zum Beispiel hier Sonic und ja so Regen. Oder hier Luft und Boden, Osten und Westen. Also schon sehr interessant, wobei der letzte da, dieses Shermin, ist glaube ich mysteriös oder so. Schloss und Gastrodon. Osten und Westen hatte ich mir eigentlich sehr gut als regionales vorstellen können. Ja, mal schauen, was es damit auf sich hat. Aber PvP, wir warten darauf.
Er ist in den Startlöchern. Manche haben jetzt berichtet, dass das Update da ist, ist aber noch nicht geforced. Es gab das Update schon als APK, konnte man extra downloaden für Android. Aber jetzt war es auch im Store. Bei mir ist es noch nicht, aber wird wahrscheinlich auch noch kommen. Die Sache ist nur, wir müssen warten, bis es geforced wird. Aber ich denke auf jeden Fall diese Woche. Aber wir sind eh online, jeden Tag im Livestream ab 21 Uhr circa bis Minimum 22 Uhr. Und warten und schauen jeden Tag, ob irgendwas passiert. Manchmal passiert irgendwas. Montag kam auf einmal aus dem Nichts Geschenkboxen. Gestern kam diese Ankündigung bezüglich Meltdown. Und irgendwann wird auch PvP kommen. Schaut vorbei. Das war's von mir, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.